Ja, in 1998 is de gewezene chefredacteur Mortge Strigler met Amul Nifte geworden van een hartattack. In Boris Sandler was met Amul, is er geworden de chefredacteur, hat me ungeklingen en gefragt, sie wel gewollt arbeiten in Vorwitz. Mijn eerste, damals heb ik gearbeitet teilzeitig, ik heb een kleine kinderlijke neem, ik heb gearbeitet teilzeitig wie een leraar in Kinderen Tugschul. Wie meine Kinder sich gelernt haben. Und ich habe gesagt, nein, wie kann ich das tun? Ich bin ein Lehrer, ein Jiddisch-Lehrer in Kinneret, aber ich gehe weg, wenn sie, nicht können, gefunden an anderen. Und ich habe aufgehangen, ich habe das Zelt labeln. Und ich habe gesagt, du bist beschickert, er gibt dir eine Stelle mit Benefiten, vielseitig, und die willst besser arbeiten an Purschuh in Kinneret. Und ich habe gesagt, weißt du was, du bist gerecht. Ich habe Purschuh ein bisschen Neue gehabt. Bis damals habe ich schon eine Sache geschrieben. Ich habe geschrieben, Erzählungen auf Jiddisch, Lieder auf Jiddisch. Aber Journalismus hat neues gekriegt, also anders. Es ist eine andere Mensch-Sprache. Man darf sein politisch orientiert. Ich bin nicht gewesen, also bekannt mit den Neues. Ich bin ein Mädel, ich habe nicht getracht wegen die Sachen. Und ich habe mir gedacht, dass ich einen Pusher nicht kenne. Aber ich habe gedacht, ich darf nicht sein, ein Pachten. Ich habe ungeklingelt worden. Ich habe gesagt, ja, ich bin great. Und er hat mich genommen zu der Arbeit. Und ich bin einer von den besten Beschlüssen, die ich gemacht habe, weil von dem ersten Tag habe ich mich gefühlt sehr heimisch dort. Ich bin die einzige Frau, ich bin die einzige unter 60. Aber ich habe sehr nur gehabt. Von Schreiben, von Schreiben auf Jiddisch, von Arbeiten in einer jiddischsprachigen Zwiebel.